Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Entschuldigung, hier ist der Franken-Andi und wir sind auf der Hauptfach im LS17 unterwegs und meine Glasflaschen sind heile hier angekommen. Das ist gut, dann schicken wir es ja gleich mal weiter. Hof 104 und 104 Brauerei. So, ab geht's. Hopp. Fahr los. Jawohl. Gut. So. Dann den hier müssen wir sauber machen. So, das Gasfeld, also wir müssen noch düngen, aber das Gasfeld, glaube ich, das braucht man nicht düngen, denn das wird im Frühjahr eh wieder zurückgesetzt. So, jawohl, haben wir das hier schön sauber. Hoppala, vorwärts. Warte mal, da hatte ich die... Achso, ja, der war da, genau, vor dem anderen Gruppe. Hoppala. Jetzt habe ich den anderen ein bisschen verschoben. So, dann packe ich den hier schon mal hier außen. Der kommt als letztes rein. So, der Vent. Der steht hier, ja. Das mit dem Miststeuern, das werden wir jetzt wohl nicht mehr... Ah ja, schön. Das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Und die müssten auch düngen. Das heißt, es auf jeden Fall macht es eigentlich mehr Sinn, die gesäten Felder schon mal zu düngen. Den muss ich jetzt auch rüber zum Metzger schnell fahren, denn dann müssen wir noch die Paletten auf jeden Fall wegfahren. Salami, wo stellt man die hin? Oh, der LKW ist da.
Die stelle ich jetzt einfach mal, ich würde sagen, vorne im Unterstand einfach mal rein, oder? Denn ich weiß noch nicht, wohin damit. Oder wir stellen sie... Ach. Und mit dem Day-Schimmel da rein ist immer blöd, aber ich könnte es ja dann noch umladen, ne? So, ich stelle es jetzt erstmal da ab. Dann ist der Trigger auf jeden Fall frei. Und die können fleißig weiterarbeiten. Gut, dann... weiterfahren, Abfall entlassen. Komm nach Hause. Gut. So, jetzt wird's interessant. Ja, er nimmt sie so an, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass das er mir runternimmt. So, wenn ich jetzt noch abladen hätte müssen, dann... So, ja, jetzt kannst du erstmal loslegen, ne? Bau mal Bier. Ach so. Kurs löschen. Dann fahr mal einwärts. So, einfach mal rausgestochen, kam gestern auch nichts. Gut, wenn das hier alles so schön am Schnürchen läuft, weißt du, dann schnappe ich mir jetzt echt schnell den Düngersteuer. Und dann fahre ich nochmal schnell raus, zwei Felder düngen. Was, der sollte aufgetankt werden? Wie viel Sprit hat er noch? Ne, der wird schon noch bis daher kommen, oder? So, das da und das da ist klar, das kann ich noch nicht. Aber das und das. Und das brauche ich nicht. Und hier unten, ja gut, da muss ich dann... Also die 111 und die 127. Oh, da kommt der Johnny. Alter Schweden! Die 127, die hatte. Die ist voll. Die 114.
Ja, dann haben wir den Dark eigentlich gut genutzt, ne? So, Feld 12 ist natürlich noch offen. Und die 102 oder was es da unten ist, halt das neu gekaufte, ne? Das ist noch komplett offen. Ach so. Wisst ihr, woran das, das Geheimnis eines guten Düngersteuers liegt? Indem, dass man die Gelenkwelle da macht. So, schön den Dünger rausgehauen. Mit einem Striegel hätte man das auch geschafft, aber gut. Der Dünger wäre ja bei uns nicht mehr eng gewesen, weil mit der Düngerproduktion ist es ja doch relativ angenehm. Der steckt im Verkehr fest, gut, dann ist er auch schon daheim. Ich glaube, wir müssen noch Weizen hochfahren zur Mühle. Ja, und Dinkel müssen wir eigentlich auch noch hochfahren, oder müssen wir... Ich glaube, der Weizen ist schon bei der Mühle oben, oder? Da müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal aufgucken, wie es da oben ausschaut. Ah, jetzt habe ich den Stapler schon aufgeräumt, ne? Ah, ich muss noch einen Stapel Paletten oder so zur Produktion einbringen, zur Bäckerei. Denn das langt sonst nicht. So. Ich hätte mal lieber auf der anderen Seite das Düngen anfangen sollen, ne? Naja. Es schaut immer so klein aus, das Feld, ne? Aber das ist schon ordentlich groß.
So. Das haben wir schon mal erledigt. So, dann fahren wir da auf den grünen Streifen, blättern mal da zurück. Und jetzt über zur 114. Uiuiui. Hat man bald noch ein Straßenschild umgemacht. Es wäre nicht gut gewesen, hätte sich die Gmar wieder beschwert. So. Oh, ach doch, da ist schon gewachsen. Zack, und da auf und gleich aufgeschmissen. Jawohl. Boah, der MB, der hat ja auch schon daher 50 Stunden und alter Schweden. Ja, die zwei Schlepper, die mussten ganz schön ackern. So, jetzt nehmen wir die Seiten. Fahren wir erst mal da das Kurvig ab. So, dann schicken wir den auf jeden Fall mit dem Curseplay heim. Dann können wir daheim schon mal anfangen, die Maschine aufzuhören und sauber zu machen. Gut.
Ja, wir liegen gut in der Zeit. Das passt, das passt. Ich hätte mich bloß geärgert, wenn wir das mit dem Düngen nicht mehr gemacht hätten und ich dann düngen hätte müssen, wenn es schon hochgewachsen ist. Ne? Das ist immer nervig. So, jetzt haben wir aber alle, oder? Einmal kurz parken hier. Also die zwei sind gesät. Das Grasdorf, das brauchen wir nicht. Das auch. Das muss noch eine Wachstumsstufe drauf haben. Das hier ebenfalls. Das hier ebenfalls. Das ist noch nicht gesät und das ist auch noch nicht gesät. Ja, perfekt. Dann, so, hier ist der Kurs nach Hause. Leg los. Oh, der Stapler steht außen. Naja. So. Da haben wir einen Johnny. Weiterfahren, abfahren lassen, Kurs löschen. So, machen wir das Ganze gleich mal ein bisschen sauber. Gut, das hätten wir schon mal. Das Schmutzmodell vom Johnny, das ist ein bisschen komisch. Der wird nur staubig, der wird nicht schmutzig. Jawohl, auch das Gewicht ist sauber, gut. So, dann räumen wir mal die Sämaschine wieder auf. Oh, warum ist denn die Sämaschine schon wieder schmutzig? Ist echt jetzt von den 3 Metern jetzt? Guck mal, wie dreckig die Reifen aussehen. Das ist ein Witz. Weil ich jetzt hier 3 Meter über den Weg, über den Hof gefahren bin. So, für den Fan brauche ich dann auch noch. Ich weiß nicht, wo ich den Miststeuer jetzt da mal hinstelle hier über Nacht. Soll ich den außen stehen lassen? Das war eine harte Kurve. Heieiei.
Nur Speicherleck. So, mach mal hier die Luke auf. Naja, 112 Liter sind noch im LKW dann. Und dann sagt er, wow, du musst tanken gehen. Habe ich da nicht auch noch irgendwo einen? Da habe ich doch einen Dampfstrahler versteckt, oder? Ich dachte, ich hätte hier auch einen hingebaut. Na gut. So, dann. Übernehme ich hier mal bitte, danke. Ach, weißt du was, die Miststeuer stelle ich da einfach mit unter den Unterstand, weil... Platz ist ja da genug, ne? Und dann lenkt es noch nicht voll den ganzen Mist und dann schwimmt die Scheiße nicht noch hoch um. So, die eine Palette muss ich noch zur Bäckerei überfahren. Nicht vergessen, nicht vergessen. Halt. Handbremse. Gut. So, dann stellen wir da einfach Putscharbeiter ein. Halt, abkuppeln bloß. Oh. Mit dem Fan wollte ich ja das eh nicht machen. Das machen wir lieber mit dem starken Deutz. So, schnell nochmal da. Ich würde gerne noch einen zweiten Stapel mitnehmen.
Jo, das geht. Ich möchte bloß wissen, woran das liegt, dass die Paletten manchmal so gut gehen und manchmal so beschissen. Oh, das Weizenmehl ist leer. Oh. Ja, das wird auf jeden Fall nicht reichen für über die Nacht durch, aber naja. Da wollte ich sowieso gucken. Ich glaube, da müssen wir bloß die Abfüllung in Betrieb nehmen, denn ich glaube, hochgefahren habe ich schon. So, stellen wir den da ein. Vielen Dank. Dann hier das dicke Biest noch schnell. So, dann machen wir die ganze Geschichte noch ein wenig sauber. So, den noch mal ein wenig sauber, den Staplersitz ein wenig, den vollgefurzten. Gut. Jetzt hänge ich da fest. Ja, Wohlingen, haben wir das geschafft. Ja, danke Leute fürs Zuschauen. Oh, warte mal, das Licht. Danke fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, der Frank Gandhi, der ist in Hauptfach unterwegs. Tschüss.